Herzlich willkommen bei der Silver ASCII. S-Works Zeus Review. Ich möchte, bevor ich anfange, darauf hinweisen, dass dieses Video ausschließlich auf meinen Meinungen beruht. Oder auf meiner Meinung beruht, dass ich nicht mehr an der Entwicklung vom S-Works Zeus direkt beteiligt bin. Und dass ich für Kommentare, die unterhalb des Videos sind, nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Sei das hier auf YouTube oder sei das in durch unter anderem mich moderierte Gruppen. Das als erstes Mal. Das ist sehr schwer jetzt. Review vom Zeus. Also. Wie die meisten Zeus-Besitzer wohl wissen, wurde ich offiziell von S-Works gefeuert, nachdem ich das provoziert habe. Nachdem ich öffentlich meine Kritik an diesem Auto so geäußert habe, wie ich sie halt auch sehe. Nachdem ich wochenlang nicht erhört wurde. Ich probiere das Review neutral zu halten. Verzeiht es mir, wenn es nicht ganz gelingt. Hier stecken auch Emotionen dahinter und ich bin mit Sicherheit ein äußerst emotionaler Mensch, der auch mit Sicherheit nicht fehlerfrei war und ist. Jetzt fangen wir mit dem Review an. Also, dieses Auto ist nach wie vor das Auto, was ich besitze, was am besten fährt. Jetzt nicht unbedingt mit den Shockwave, mit den Badlands hier drauf, sondern definitiv mit den Shockwave, die ich ansonsten da drauf fahre. Das haben wir, ich habe das ein bisschen umgebaut jetzt. Ich bin so noch gar nicht gefahren, will ich aber mal. Ist dieses Auto vom Fahren her das Beste, was ich hier hatte und auch habe. Also da kommt nicht kein anderer Truggy oder kurzer Truggy dran. Das ist Porno. Ernsthaft. Präzision, Kontrollierbarkeit. Viele von euch haben es in S-Lure gesehen, was ich mit dem Auto angestellt habe. Wahnsinn. Das Fahren ist aber auch nicht das Problem von diesem Auto. Das Problem von diesem Auto ist die Haltbarkeit. Und das ist jetzt der Witz an gar nicht so vielen Stellen. Aber diese Stellen sind halt elementar. So. Grundsätzlich möchte ich einfach auch mal eine Lanze brechen für S-Works, weil ich diese Aktion nach wie vor sehr, 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 sehr geil finde, die sie gemacht haben. Die sind auf mich zugegangen oder auf uns zugegangen und haben einfach mal gefragt, was sollen wir machen? Und hier steht er jetzt. Dazwischen lag nicht mal ein halbes Jahr. Immer noch top. Und natürlich kann ich diese Menschen, die dahinter stehen, auch nachvollziehen. Das auch nachvollziehen, wenn die irgendwann angepisst sind, wenn einige Leute halt auch einfach das Haar in der Suppe suchen. Das kann ich völlig verstehen. Zum Beispiel diese Träger, die hier an den Radträgern waren. Die muss ich für die Badlands auch noch wegmachen. Habe ich jetzt nicht. Das sind vier Cuts mit dem Seitenschneider-Thema durch. Da kann ich nachvollziehen, wenn einige Leute einfach mal gereizt sind. Vollkommen. Hätte man auch in die Anleitung schreiben können, von sofort. Aber gut. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn andere Leute einfach angepisst sind, wenn etwas geliefert wurde, was so nicht versprochen wurde. Nämlich deutlich, deutlich schlechtere Qualität, als es unter anderem mir auch versprochen wurde. Und die Sachen haben wir ja teilweise auch schriftlich. Ja, das ist schon nervig. Ich hole jetzt die Kamera ran und dann schauen wir uns das Auto an. Der Wagen ist saudreckig, ist mir auch völlig egal. Er hat auch einen Defekt, da kann der Wagen allerdings nichts für. Ich möchte nur darauf vorbereiten, den erkläre ich gleich. Bis gleich. So, wir nehmen den Deckel ab. Wie ich sagte, er ist saudreckig, ne? Habe ich eingehalten. Nein, er hat tatsächlich einen Defekt. Mir ist hier der Steckerkabel abgegangen. Vielen Dank an Yuki Deutschland für diese hervorragende Qualität an Steckern. Kann der Wagen aber nichts für, weil das war meine eigene Dämlichkeit, die Original-Yuki-Stecker, die richtig kacke sind, dran zu lassen. So, aber das ist ja nur das eine. Problem Nummer 1, was sich rauskristallisiert hat. Na, was war's? Richtig, interne Übersetzung.
Wir haben hier in dem Truggy mit großen Rädern eine Übersetzung von 3,3 intern. Das heißt, der Wagen ist viel zu lang übersetzt für einen 2200 kV Motor. Ein Motor, den wir alle rumliegen haben, wie zum Beispiel ein Castle oder ein Tenshock oder ein S-Run oder, ach, wisst ihr viel besser, was ihr für Motoren rumliegen habt. Meinetwegen auch ein 2000 kV BLX Motor. Das ist schon mal kacke. Da werden nämlich richtig schön warm dabei. Ich sehe was. Oh ne, ist nur Dreck. So, werden richtig schön warm dabei. Das ist natürlich durchaus ein Problem. Ich habe mir jetzt kurzerhand konnte ich auswählen. Entweder setze ich die Truggy und Übersetzung rein, die interne. Dann kann ich einen 2200 kV Motor fahren. Oder ich nehme 1700, 1800 kV Motor. Ich habe mich für die Mitte entschieden. Da rein und kann es auch so lassen. Beides kostet um und bei 60, 65 Euro. Es wird ein Upgrade-Kit kommen. Das kenne ich aber nicht den Preis davon. Ist von mir nicht so gewünscht worden. Definitiv nicht. Und es war von Anfang an klar, was unter anderem ich für einen Motor da einbaue. Das ist nicht so schön gelaufen. Kann man besser machen. Aber das sehe ich gar nicht als Hauptproblem an, weil das kann man relativ einfach lösen. Ja? So, Motoren kann man immer wieder verkaufen oder woanders einbauen. Ich kann ja auch nachvollziehen, dass gewisse Sachen einfach downgegradet wurden. Die Radträger hier hinten sind downgegradet. Der Servo-Saver hier ist aus Kunststoff und nicht aus Aluminium. Der Servo-Halter gilt genau das gleiche. Völlig legitim. Kann ich mit leben. Die Schwingenstifthalter RF und RR sind mittlerweile auch aus Aluminium nach meinem Drängen. Was ich sofort bemängelt habe übrigens. Und Rear, ach Quatsch, Front, Rear und Front oben. Sind auch nicht aus so einem Aluminium, aber mit den beiden kann ich so leben. Ja, das ist halt immer noch ein abgespecktes Auto. Das war auch von Anfang an klar. Womit ich nicht leben kann und auch nicht möchte, ist einfach mit den abgespeckten Chassisplatten, Dämpferbrücken, die ich so einfach rumbiegen kann, das ist unfassbar. Ich mache es jetzt hier im Video nicht. Mir hatte gestern noch jemand geschrieben, mach es doch einfach mal im Video und bieg die Dinger um. Ja, könnte ich. Wasserpumpenzange und ich bieg die so rum. Will ich aber nicht. Die sind aus 60, 61, 60, 63 oder so. Bitte nicht verurteilen dafür. Das weiß ich nicht genau. Für irgendwie so ein Aluminium sind die. Das ist nicht ideal. Ich hätte 70, 75 reingemusst und so wurde es mir auch versprochen. Ist leider nicht passiert. Es kommt jetzt wohl ein Upgrade-Kit. Ich habe keine Ahnung vom Preis. Ist aber nicht das Gelbe vom Ei, weil, wie gesagt, es wurde gesagt, das ist der absolute ultimative Basher von Anfang an. Hinten genau das Gleiche natürlich. Dann gibt es noch so Kleinigkeiten. Chassisplatte ist das gleiche Thema. Ist nämlich auch nicht 70-75, sondern 60-63 oder irgendwie so ein Aluminium. Diese Qualität bauen RTR-Hersteller ein. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Das ist unschön. Das kann man besser machen. Und das Schlimme ist, ich weiß, dass eine Firma wie S-Works das deutlich besser kann. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Wir sprechen hier nicht über einen Billighersteller, sondern wir sprechen hier über einen High-End-Hersteller, der diese Chassisplatten in 70-75 auch schon verbaut. Das ist das dramatisch Schlimme dabei. Ja. Und das geht mir auch so ziemlich auf den Zeiger, dass sie es ja eigentlich besser können. Ansonsten, wenn das so nicht so gewesen wäre, wäre das ziemlich geil gewesen. Ist es aber nun mal nicht. Sicherlich hat die Bauanleitung auch so ein, zwei Fehlerchen. Ich habe es aber auch hingekriegt. Und wenn ich es hinkriege, sollte es eigentlich auch jeder andere hinkriegen. Ja, weil so clever bin ich nun auch nicht. Dann gibt es noch so ein paar Sachen wie die Einsätze von den Querlenkern. Die biegen sich hoch aufgrund der hohen Belastung. Ja, passiert bei mir auch. Hat German RC Playground recht gehabt. Das ist blöd.
Karo ist sicherlich auch nicht die schönste, wobei das kann ich jetzt nicht negativ beurteilen. Das sind alles so Sachen, wo man sich dann überlegen muss, oder wo ich mir überlegen muss, kann ich dieses Auto guten Gewissens Leuten empfehlen, die mich jetzt heute Ende Juni 2017 fragen, Mick, soll ich mir einen Zeus kaufen? Darauf weiß ich derzeit keine Antwort. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, was diese Upgrade-Kits, die ich schon angesprochen habe, kosten werden. Aus diversen Gründen weiß ich das einfach nicht mehr. Werde dann einfach nicht mehr informiert. Daher sage ich, es wird wahrscheinlich nicht bei den 400 Euro bleiben. Sicherlich für Leute, die entweder sehr, 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 sehr gut springen können und eine Trefferquote von über 100% haben, ist das kein Problem. Oder für Leute, die einfach gar nicht springen, Arne nennt das gerne Softbasher. Ist nicht beleidigend gemeint, ganz im Gegenteil. Ist das sicherlich auch okay. Man muss sich aber nur die Frage stellen, ob ich, sagen wir mal 700 Euro RTR mit Räder, Motor, Elektronik, also Motor, Regler, Servo, Empfänger, Bumper, vielleicht noch von Phase One Stefan, ob ich das ausgeben wollen würde, also 700 Euro, oder ob ich mir für 500 Euro einen mit Sicherheit schlechter fahrenden Outcast kaufe, der aber das gleiche kann. Das möchte ich an dieser Stelle jedem selber überlassen. Das ist ein heiß diskutiertes Thema und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht dieses Thema auf die Eier. Nämlich keinen Bock mehr, jedes Mal das Gleiche zu erzählen. Und ich weiß auch, dass unter diesem Video wahnsinnige Diskussionen wiederkommen werden. Ja? Dazu sage ich einfach mal den Leuten, die keinen Zeus haben, die sollten mehr die Klappe halten. Und die, die einen Zeus haben, sollten vielleicht auch vehementer einfach mal was sagen, was sie stört. Weil mein subjektiver Eindruck ist einfach, dass die Leute, die keine Ahnung haben von dem Auto, also nicht so vom Hobby direkt, sondern vom ganzen Auto jetzt hier, am lautesten schreien und die Leute, die das Auto haben, größtenteils zumindest sehr, sehr ruhig sind. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche schönes Hobby. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei der Silver Aussie.